Wieso endet die Ausstellung mit Louise Bourgeois, einer sehr bekannten Künstlerin? Aber ist sie eine Surrealistin? Bisher war es oft so, dass Surrealismus-Ausstellungen mit dem Zweiten Weltkrieg geendet haben. Jetzt haben wir aber nun einige Künstlerinnen, da ziehen wir die Werke bis in die 60er Jahre. Man muss aber sagen, dass die letzten offiziellen Surrealismus-Ausstellungen noch 1947 und 1959 stattgefunden haben, als André Breton und alle aus dem Exil aus New York nach Paris zurückgekehrt sind. Und wenn man sich die Biografie zum Beispiel von Louise Bourgeois ansieht, sie hat in den 30er Jahren in Paris gelebt, sie war ja Französin, und zwar ganz in der Nähe von Bretons berühmter Galerie Gradiva. Also sie hat als junge Frau wahrgenommen, was dort stattfand, hat sich mit den Theorien auseinandergesetzt, hat die Werke gesehen, sie hat sicher auch Texte gelesen, aber sie hat zu dem Zeitpunkt nicht mit ihnen ausgestellt. Trotzdem ist sie hier dabei. Sie ist dann nach New York ausgewandert, sie hatte einen amerikanischen Ehemann, sie lebte in New York, bekam drei Söhne und wohnte ja wahrscheinlich in einem höheren Haus. Man sieht sowas hier, die Reihe hier heißt Femme Maison. Und darin drückt sich sehr gut aus diese Ambivalenz der Künstlerin, also sie ist noch nicht berühmt, sie ist allein, sie ist sowas wie eine malende Hausfrau, sie weiß noch nicht, ob sie eine Karriere machen wird, sie hat zwar schon ein paar Ausstellungen gehabt, aber es ist alles sehr kompliziert für sie, es ist ein fremdes Land und man sieht ans Bourgeois-Werk, wie sie also surrealistische Ideen tatsächlich vom weiblichen Körper, von der Frage nach der Identität, wer bin ich, ist das Haar, ist das Feuer, was da aus dem Dach kommt. Also all diese halb traumhaften, halb abstrahierten Elemente. Es ist nämlich so, André Breton hat gesagt, Surrealismus muss nicht erzählerisch sein, er muss nicht figurativ sein, sondern er hat ausdrücklich die Abstraktion als auch eine Möglichkeit umarmt, ja, als er in New York war. Wir zeigen hier Werke aus den 40ern bis 60er Jahren von Bourgeois und zwar einen ganzen Raum. Er ist sozusagen ein Endpunkt und man kann auch sagen kleiner Höhepunkt der Ausstellung, weil er nämlich zeigt, dass Surrealismus bis heute etwas Lebendiges ist. Also das Gefundene einzubeziehen, das Vieldeutige, das Unklare, aber auch das Metamorphotische. Also Metamorphose ist ein Stichwort für Bourgeois, weil nämlich in ihren Skulpturen, sie nennt es präsexuell. Ja? Also wir sehen da vielleicht, der eine sieht Genitalien, der andere sieht irgendwelche Pflanzen, die wuchern. Aber sie meint alles. Sie meint diese Kräfte der Natur, die in allem lebendig sind. Ich will noch sagen, dass es noch andere Künstlerinnen gibt, die nach dem Zweiten Weltkrieg zur Gruppe dazugestoßen sind, zum Beispiel Unica Zürn, die auch als Schriftstellerin sehr wichtig war, oder die Belgierin Jane Graverol, die Collagen von Panzern in ihren Bildern eingefügt hat. Also all das ist auch eine Spielart des Surrealismus und man muss sagen, es hätten noch 10 weitere Künstlerinnen in dieses Konzept hineingepasst, aber da fehlte uns der Platz. Es ist eine sehr breite Betrachtung über die Kontinente hinweg geworden, aber ich glaube, dass sie ganz gut abbildet, was Surrealismus auch sein kann.